Starten wir. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, aber ganz herzlich willkommen, liebe Saskia und liebe Silke, zu unserem Wir-Gespräch. Vorerst einmal vielen lieben Dank, liebe Silke, dass du uns da das eingefädelt hast, dass wir das heute nutzen können. Vielen herzlichen Dank. Und Danke. ja, was ich von dir, liebe Silke, gehört habe über die Saskia, hat mich ja schon inspiriert. Und jetzt im Vorgespräch habe ich auch da einiges erfahren. Und ich hätte jetzt grundsätzlich einmal eine Bitte, dass wir unseren Zuhörer, Zuhörerinnen oder Zuseherinnen so ein kleines Bild geben, mit wem wir es zu tun haben. Vielleicht, liebe Saskia, dass du mal ganz kurz sagst, wer du bist und wo du herkommst und dass wir dann ein bisschen so tiefer einsteigen in das und was wir dann auch in einem Wir, was er für diese neue Zeit braucht, dass wir uns dann weiter auch über das unterhalten. Sehr gerne. Ja, ganz, ganz lieben Dank, Silke, auch an dich, Peter, dass wir gemeinsam zusammenfinden und ich hier die Möglichkeit bekomme, auch ein bisschen zu erzählen. Mein Name ist Saskia Horn und ja, ich baue so ein bisschen diese Klangbrücke. Ich nenne das Klangschlüssel zu deiner Seele und ich bin seit ganz vielen Jahren, also seit Kindheit an, seit meinem vierten Lebensjahr spiele ich Klavier, habe Musik studiert, bin Pianistin und das ist meine Urberuflichkeit. Aber ich habe vieles gemacht und tue das auch immer noch und habe mich spezialisiert seit den 2000er Jahren. Und ich nenne das Ton, also deinen Ton und deine Seelenmusik. Also im Grunde ist es im Grunde so meine Klangbotschaften, die ich weiterleite oder Klangbrücken oder den Klangschlüssel, den erarbeite ich ganz unmittelbar für die Lebewesen, die Menschen, die Tiere, die Pflanzen. Ja, super. Das klingt ja hochinteressant. Da habe ich schon ein paar Fragen dazu, was auch für ein Wir sehr interessant sein können. Aber jetzt zu dir, liebe Ja. Silke. Ja. Ja, das ist echt cool, was sich da so jetzt entwickelt mit unseren Gesprächen. Wie bist du zu dem gekommen, dass wir solche Gespräche führen? Das interessiert ja mich auch. Frage ich mich selber manchmal, Peter, wie ich dazu gekommen bin. Ja, im Grunde war der Weg seit Ende Januar ja, im Grunde haben wir uns zusammengefunden über Telegram. Ja, dadurch, dass ich durch die Zeiten, die wir jetzt alle mitgemacht haben, besonders im letzten Jahr, immer geguckt habe, was kann ich denn da rausgeben an Positivem, an Aufbauendem, an Hilfreichem, hat das begonnen, so letztes Jahr im September, dass ich zunächst auf Facebook eine private Frauengruppe zum Thema Heilung eröffnet habe. Da sind 163 Frauen drin. Und da habe ich so meine Geschichte erzählt, aus Krankheit und diversen Diagnosen und diversen Medikamenten, wie ich da rausgekommen bin, weil das ja immer eine Verknüpfung ist aus Seele, Geist, Körper. Es muss ja alles ineinander spielen und habe da von meinem Weg erzählt. So, und dann wurde es ja dann Anfang letzten Jahres nochmal wieder heftiger mit dem, was wir da alles mitmachen müssen. Und ich habe dann geguckt nach weiteren Wegen. Ja, mich zu entfalten und Dinge weiterzugeben. Und so bin ich dann auf Telegram gelandet und in diese Bewegung, das sind wir, hineingeschlittert, eigentlich sehr unversehens. Das war innerhalb eines Tages, dass ich da eine Sprachnachricht gehört hatte, die mir gefiel, weil da aufgerufen wurde, ihr positiven, lichtvollen Menschen, Kanäle, bündelt euch doch mal und kommt ins Tun, und zwar nicht nur digital. Bündelt euch, um Neues zu erschaffen, gemeinsam. So, und das gefiel mir so gut, da habe ich dann ganz spontan die Gruppen, das sind wir, Bergisches Land, und das sind wir, Wuppertal, gegründet. Und so bin ich dann über diesen Umweg zu dir gekommen, lieber Peter, und zu dem österreichischen Vereinswesen, wo ich vor einem Jahr niemals mit gerechnet hätte, dass ich da mal lande. Aber es gefällt mir ausgesprochen gut, muss ich sagen. Es hat sich seither so viel getan, seit Ende Januar. Und das Witzige daran ist, gerade in diesen besonderen Zeiten hat sich für mich und für andere mehr getan als Jahre zuvor. So. Und ich habe dann irgendwie, nachdem wir uns kennengelernt haben, die Ideen gehabt, man müsste sich
noch mehr verknüpfen und noch mehr was schaffen. Und dann fielen mir halt Leute ein, die ich wiederum kenne, wo sich dann rausstellte, die kennst du auch, aber es waren halt noch keine Zoom-Calls entstanden. Und in diesem Zuge ist mir auch die liebe Saskia eingefallen, weil die Saskia, ich glaube, wir begleiten uns schon seit 2012, 2013 erst über Momanda. Und dann hatten wir uns kurz aus den Augen verloren und dann anders, ich glaube, auf Facebook wiedergefunden. Wir haben uns dann aber auch nicht mehr aus den Augen verloren. Wir haben uns begleitet, genau. Die ganzen Jahre. So. Genau, ja. Ja, und da ich das so schön finde, was du machst und wirklich mit Inbrunst machst, finde ich, und mit viel Herz immer, habe ich gedacht, das passt so schön, auch in dieses Wir. Ja. Sehr schön. Ja, danke. Das ist nämlich wirklich, und das passt auch zu unseren Gegebenheiten. Du hast das ja angesprochen. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit Vereinen und da geht es um ein Wir. Da hat der Ego nichts verloren, weil man miteinander und füreinander was bewegen möchte. Und wir machen ja auch keine Workshops, sondern wir machen Wir-Kreise, wo es um ein Wir geht, wo es wirklich darum geht, dass wir gemeinsam in diese neue Zeit gehen. Mhm. Und das Vereinswesen ist halt das, dass uns dort in diese neue Zeit begleitet. Also ich sehe das wirklich als Wesen. Und da kommt jetzt für mich schon diese Verbindung, weil dieses Wesen hat auch eine Schwingung, hat für mich auch einen Klang. Ja? Und da finde ich jetzt eine wunderbare Verbindung zu dir, so wie du das angesprochen hast, dass du einen Klangschlüssel, da ist die erste Frage für mich, was darf ich da jetzt genau, also jeder von uns hat einen Klang, eine bestimmte Schwingung, verstehe das richtig. Und du erkennst das an den Menschen und begleitest ihn dann? Oder wie darf ich das verstehen, liebe Saskia? Ja, der Klangschlüssel ist wie folgt. Also das ist so meine eigene Kreation, möchte ich mal so sagen. Das fängt einfach in der Ursache erstens, dass ich Pianistin, also Musikerin seit gefühlt 100 Jahren bin, immer gemeinsam mit Menschen gearbeitet habe. Ich bin zwar auch natürlich, wie das so ist, wenn man sich ausbildet, sehr viel solistisch auch unterwegs gewesen, aber ich habe vor allem immer eins wichtig empfunden, dass wir miteinander musizieren. Und so hatte ich also mein ganzes Leben immer entweder Gesangspartner oder Trio-Partner. Das Größte, was ich gemacht habe, war Klaviertrio und Bands. Und ich habe eine ganze Zeit auch als E-Bassistin in einer Backband gespielt und lauter so Sachen. Und bin also auch dem Jazz sehr gewogen und überhaupt auch der Improvisation. Also nicht etwa nur ausschließlich der klassischen Musik. Und letztlich geht es darum, dass der Schlüssel besteht darin, dass wenn ich es für einen Menschen oder auch für ein Tier kreiere, ist immer wichtig, wie heißt der Mensch, also welche Namen trägt er, und zwar letztlich alle. Wir haben oft auch Mittelnamen, gerade unsere Generation ist ja so, dass wir häufig, ich heiße auch Saskia Ruth, Erika Horn, und das hat eine bestimmte Bewandtnis. Es gibt, vielleicht kennt ihr die Menschen, die oft sagen, ach, diesen Mittelnamen Wilhelmine, das gefällt mir überhaupt nicht. Das finde ich ganz interessant, weil wenn man bestimmte Dinge dann auch so ablehnt, hat das immer eine ganz bestimmte Bewandtnis. Also nichts ist ja nur so. Ne? Und es gibt die Verbindung aus Namen und Geburtsdatum. Das benötige ich als Hintergrundwissen, das war's. Ich muss nichts über den Menschen wissen oder über das Tier oder sonstiges, sondern es geht nur darum, dass ich die Schwingung, den Klang, wenn jemand sagt, Herr Kittel oder dich mit Peter anspricht, was macht das? Das sind ja Worte, Sprache, hat ja eine ganz schöne Kraft. Und wenn ich das Geburtsdatum sehe, ich bin Astrologin und Numerologin, auch schon gefühlt 100 Jahre, und da ist es so, wenn ich Zahlen anschaue, dann, da kann alles Mögliche passieren. Das kann sein, dass ich Bilder sehe, dass ich Töne höre, dass ich Farben, alles Mögliche, ja. Gedanken, irgendwelche Dinge bekomme ich. Aber die bekomme nicht ich, sondern das übermittelt sich sozusagen durch dich oder dich oder dich. Ja. Und damit schaffe ich im Grunde, ich baue sozusagen die Brücke zu meinem höheren Selbst, meiner Seele, meinem Sein, meinem inneren Raum und empfange das und kann auf diese Art und Weise zunächst, damit ich es relativ zahlenfaktisch gesehen, es gibt nur ein Momentchen des intuitiven Hineinfühlens, wenn ich herausfinden muss, wo warst du vorher inkarniert, in welchem Kulturraum, weil wir haben 12 Töne, bestehend aus chromatischen und Ganztonschritten, und wenn
ich hineinspüre, muss ich genau fühlen, wo stammt der her, aus welcher Teilquelle dieser Töne. Kommst du aus der A-Quelle? Es gibt ja bestimmte pentatonische Urtonleitern, wie man so sagt in der Musik. Und wo kommst du her? Ja, bist du da mehr im russischen Raum gewesen oder mehr im afrikanischen oder im eurasischen oder im europäischen Kulturraum? Und von da aus beziehe ich dann aus dieser Teilquelle und der Zahl, die sich bei dir aus Name und Geburtsdatum ergibt, beziehe ich dann sozusagen oder weiß ich und erfahre ich deinen ganz eigenen Ton. Okay. Der kann das sein, A sein, C sein, B sein, völlig egal. Und das spielt da der Geburtsname eine Rolle, oder? Ja, auch, vorausgesetzt, du trägst ihn noch. Wenn du einen Namen angenommen hast, dann ist es sehr wichtig, dass wir wissen, also ich arbeite sehr stark aus der Pythagoras-Reihe, die Zahlenreihe 1 bis 9. Und Pythagoras pflegt nicht umsonst zu sagen, die Zahl ist das Wesen aller Dinge. Und das Wesen ist immer die einstellige Quersumme. Das heißt, egal was wir sehen, auch wenn wir zweistellige Hausnummern sehen, wenn wir, was weiß ich, überall begegnen uns Zahlen, wenn ich sie reduziere auf das Wesentliche, dann weiß ich immer die einstellige Zahl. Ja, ja, daraus, ja, klar. Nicht? Und daraus ergibt sich das. Für mich stellt sich nur die Frage, weil ich habe einen anderen Geburtsnamen, als ich jetzt trage. Und drum, und es gibt ja bei vielen Menschen, durch Heirat oder was auch immer, verändert sich der Name. Ändert sich dann auch der Klang, die Schwingung? Natürlich, weil wenn du wenn du 9 Jahre lang einen anderen Namen trägst, dann ist ein kompletter Zyklus, ein Generationszyklus beendet. Manifestiert hat er sich dann im 10. Jahr. Da ist es richtig rund. Und wie wir wissen, mit der 10 gleich 1 beginnt im Grunde genommen wieder etwas Neues. Also es erneuert sich immer wieder, genau wie unsere Zellen. Es ist also eine fortwährende, ständige, pausenlose Erneuerung von allem in uns, in unserem eigenen Wir. Wir bestehen ja aus allem Möglichen. Und automatisch hast du dann nach 10 Jahren diesen Namen manifestiert. Deswegen sagte ich auch gerade diese Zahlenreihe 1 bis 9, das ist ein kompletter Generationenzyklus. Oh, da hätte ich auch mal eine Frage. Ja. Liebe Saskia, und zwar, wie ist das denn, wenn man jetzt beispielsweise, ich habe ja irgendwann mal ein spirituelles Jahr gemacht, was eben auch schamanische Aspekte hatte, und ich habe dann während dieses Jahres einen Namen erhalten, einen spirituellen Namen. Wie ist das mit solchen Namen? Fallen die da raus oder? Also nach meinem Verständnis, ja, was heißt rausfallen? Also es ist so, dass es ist eine Bewandtnis, es ist für dich eine ganz persönliche, sehr spirituelle Bewandtnis. Würdest du jetzt immer wieder in diesen spirituellen Namen gerufen werden zum Beispiel? Ständig genannt werden und das von der Familie, Freunden etc. pp., dann ist das schon so, dass das dann auch irgendwo eine gewisse Art der Rolle spielt. Aber es ist so, letztlich sind wir irgendwann eines Tages in dieser Erde, auf dieser Welt, sind wir inkarniert. Und wir suchen uns so nach meinem Verständnis, ich bin auch Inkarnationsbegleiterin und Therapeutin. Therapeutin darf ich nicht ganz öffentlich sagen, normalerweise, weil ich nicht einen Therapeutenschein habe. Aber ich habe die Ausbildung. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir inkarnieren, ist es einfach nach meinem Verständnis so, dass wir dann bei entsprechenden Eltern inkarnieren. Und wer gibt uns unsere Namen? Das sind unsere Eltern. Ja. Und das machen wir selbst in dem Sinne nicht, aber wir suchen uns natürlich schon auch diese Verbindungen aus, diese Schwingungskomponente, die Ahnenreihe, die Riege, in die wir hinein inkarnieren. Und deswegen begleitet die uns auch so stark. Mhm. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, wie wir heißen. Ja, das ist schon ein Unterschied, ob ich Frau Horn genannt werde oder wie mein Mann heißt, Seitz. Und ich habe ganz bewusst diesen Namen nicht angenommen. Hat natürlich auch Günstergründe, denn wir sind unter unseren Namen bekannt. Hätte ich jetzt Saskia Seitz geheißen oder mein Mann Günther Horn, naja, ne? Ist dann so eine Sache und das überlegst du dir als Musiker. Und ich habe sehr früh begonnen, auch schon astrologisch zu arbeiten, mit Schwingungen, mit Klängen, auf einer ganz unterbewussten oder unbewussten Art. Aber alles, was ich im Grunde heute mache, ist genau der Weg. Natürlich hat es auch eine Initialisierung gegeben, so ein ganz typisches Erlebnis. Ja. Das gab es. Und erst das hat im Grunde genommen diese Weiche gestellt, diesen Weg geebnet, dass ich genau das mache, was ich heute mache. Okay, also erst, wenn das ja über einen längeren Zeitraum ist, dann macht das, weil ich bin in Österreich am Land aufgewachsen, da hat jeder irgendeinen Spitznamen. Ja? Also da nimmt dich normal keiner mit dem normalen Namen, da hast du irgendwas, weil der Peter ist halt der Pets oder so irgendwie, ja.
Und dann ändert das es aber. Und das ist aber eine Schwingung, die tragst du mit, oder nicht? Die ist gut und die gehört zu dir. Die gehört zu dem Peter Kittel. Ja, ja, die gehört zu dem Peter Kittel, der, oder vielleicht hast du ja auch noch andere Namen, der eben dann und dann eben so ist, wie er eben ist. Das gehört zu deinem Sein. Okay, okay. Na, genau. Weil, und das macht ja was aus, die Schwingung, die verbindet dich ja mit allem anderen. So ist es. Das heißt, auch durch diesen Namen bist du auch mit den Menschen verbunden, die einfach in dieses Schwingungsfeld hineinfallen, oder? Automatisch. Mhm. Natürlich bist du sehr maßgeblich mit dafür verantwortlich, wenn du dich öffnest und bereit bist, für dass jemand eintreten darf in deinen Raum. Ihr kennt das vielleicht, wenn man irgendwo in einer kleinen Gruppe steht und es gibt Menschen, die treten unheimlich nah an dich ran. Und ich bin so ein Mensch, ich passe mich ganz schnell an und rücke dann immer zurück. Und eines Tages stehst du dann irgendwann in der Ecke und kannst nicht mehr weiter. Mhm. Die haben einfach das Gespür, dieses feine Spür, die Sensitivität nicht, dass sie nämlich in deinen Auraraum reingegangen sind. Ja? Mhm. Jeder Mensch hat für sich seinen Raum. Man, der eine größer, der andere kleiner, das ist auch unterschiedlich. Aber das ist schon so, dass man, wenn man die Bereitschaft erklärt und ich lasse den Menschen hinein in meinen Raum, dann ist es okay. Dann lasse ich ihn rein. Okay. Okay. Und aber dafür bin ich verantwortlich. Ne? Es ist nicht so, dass der andere, gut, der kann natürlich unsensibel sein in diesem Moment, aber ich bin es dann, die auch den Riegel vorschiebt und sagt, du tritt doch mal bitte einen Schritt zurück, sei so lieb. Ja, das kann, jeder kennt das. Ne? Wenn du merkst, dass dir jemand auf die Pelle rückt und du denkst, das ist mir jetzt nicht so ganz angenehm gerade, weil ich nicht die Bereitschaft gegeben habe dazu. Ne? Und du hast ja gesagt, dass du im Vorfeld, du schaust dir, ob Firmen oder Sachen, wenn was entwickelt wird oder Projekte, dass du dir deren Schwingung auch ansiehst. Das heißt dann für mich, also, das hängt auch mit dem Namen zusammen, oder? Die Firma trägt in der Regel einen Namen, das Geschäft trägt in der Regel immer einen ganz bestimmten Namen. Es gibt ein ganz bestimmtes Gründungsdatum und mit genau exakt diesem Gründungsdatum, was sehr wesentlich ist, denn da beginnt ja im Grunde die geschäftliche Situation, die Partnerschaft, was auch immer. Und genau das sind die entscheidenden Komponenten. Sie sind nicht ganz losgelöst von den Menschen, die sie gründen. Klar, das ist sehr unterschiedlich. Also das entscheide ich auch im Einzelfall. Also wenn ich da die Botschaft bekomme, ich muss das an den Namen koppeln von dem, der das gegründet hat, dann ist das so. Dann kopple ich das. Dann entsteht eine sogenannte Dreieinigkeit, so eine Trinität, ne? Aus dem Menschen, aus dem Geschäftsnamen und aus dem Gründungsdatum. Ja, das ist interessant, was du erzählst, weil du hast ja gehört, also wir machen ja Vereins. Gründungen auch. Und ich erstelle ja auch die Statuten, ich kriege da Informationen und die bringe ich halt dann zu Papier. Ich bin selber oft überrascht, was dort steht. Glaube ich. Und für mich ist zum Beispiel das Gründungsdatum, das bekomme ich auch irgendwo als Information. Ich habe dann den Namen von den Gründern oder vom Präsidium, der Vereinsname und aus dem entsteht für mich dann immer das Gründungsdatum. Genau, ja, super. Kann das sein, dass das in deinem Bereich, ja, du wirst dir wahrscheinlich sowas machen, wenn du jetzt mit Firmen so zu tun hast, die werden möglicherweise auch schauen, wann wäre das beste Gründungsdatum oder so von der Schwingung her. Selbstverständlich. Das muss, wenn mich jemand so kontaktieren würde, dann ist das ja schon eine sehr, sehr klare Ansage, dass ich genau dann hineinspüre, weil ich dann ja gar nicht jetzt erstmal den Ton oder die Musik für denjenigen dann kreiere, sondern ich kreiere dann ein Datum, beziehungsweise finde das Datum heraus, was gut ist und was passend ist für genau diese geschäftliche Gründung oder Benennung. Ne? Es ist auch mitunter so, dass die Leute auch manchmal nach einem Namen suchen. Deshalb ist auch schon passiert. Ja. Ne? Und natürlich das Gründungsdatum ist ein ganz wesentliches. Unser heutiges beispielsweise trägt die Quersumme 4, also sowas ist sofort drin. Ich weiß die Tage, die Schwingung. Ich weiß auch die Schwingung von dem Wort wir. Das ist nämlich die 5. Das ist eine pentagonale Struktur. Das ist eine sehr stabile Position. Und deswegen hat dieses Wort wir auch einen sehr starken, schützenden und übrigens auch glücklichen Klang. Und darum haben wir es vorher schon so lustig gehabt.
So ist es. Ja, genau, das ist der Grund. Ja, das passiert so unterbewusst und so unbewusst. Und wenn man mal hinterschaut, hinter die Wortbedeutung oder die Buchstabenbedeutung oder ja auch den heutigen Tag, an dem wir uns heute gemeinsam treffen, das ist natürlich eine sehr, sehr geerdete Position mit einer Vier noch im Hintergrund, mit der Fünf im Wir haben wir die Neun. Na, ist, was wollen wir denn mehr? Ne? Definitiv, ja. Ja. Nein, mich fasziniert das jetzt, dass du wirklich so intensiv mit dem beschäftigst. Ich habe mich mit dem nicht beschäftigt. Bei mir ist das irgendwie entstanden. Ja? Ich habe das nie, für mich war das klar, ich schaue mir das jetzt Datum an und spüre mich rein und denke mir, na, das passt nicht. Ja. Genau, super. Das ist klasse, dass du es machst. Das machen nicht viele. Ne? Und genau darauf hören. Und das, ne, die innere Stimme, wenn die wir haben, die gute alte Intuition, die es ist unglaublich wichtig und wesentlich, dass wir das machen. Weil wenn da ein Ja kommt, ein Nein kommt, dann wissen wir genau unseren Fahrplan. Also da kann nichts passieren. Das wird immer genau so sein, wie es jetzt sein soll. Und wenn du das mit dem Datum so fühlst, dann Ja, korrekt, toll. ich bin ja Super. meistens in der Natur, oder ich bin in der Natur, wenn ich Statuten erstelle. Ja. Oft haben die Menschen, die jetzt einen Verein gründen wollen, auch noch keinen Namen dafür. Und da Na bekomme ich auch klar. immer wieder Informationen. Ja. Ja, glaube ich, toll. Auf einmal ist da und Ja. dann gebe ich denen das bekannt. Das ist für mich immer, wow. Ja, Ja, genau das ist es. besser geht's nicht. Ja. Genau so ist es. Fein, sehr schön. Aber das fasziniert mich jetzt, dass du das über Zahlen und Klänge machst, ja. Klänge, Zahlen, mein Ich, mein Sein, mein alles. Also alles, was unser jeder mit seinem ganz eigenen göttlichen Potenzial tut, das, was er tut. Und letztlich sage ich immer auch in der Astrologie oder in all diesen Dingen, die ich als Werkzeug, als Hilfsmittel nutze, brauchen, tun wir das nicht. Das kann jeder aus sich selbst heraus. Auch ich kann das aus mir selbst heraus. Ich habe halt unheimlich viel Freude einfach daran. Ja, klar. Und mal die Musik ist natürlich etwas, sie hat noch was ganz anderes als die Sprache. Ne? Sie erreicht uns eben in einer Form, auf so subtile Form, so subtile Weise, die wir gar nicht beschreiben können mit Worten. Deswegen existiert ja Musik und Klänge. Und das ist eben das Schöne dabei, dass alles, was geschieht, auch in der Seelenmusik, was da geschieht oder in der generell auch schon alleine nur in dem Ton, den du selber hörst und was ganz wichtig ist, ihn auch eben zu singen und zu summen, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Denn da automatisch gehst du in Resonanz damit, ne? Und dein Körper. Und wenn nicht, dann stimmt was nicht, dann passt was nicht. Die Resonanz merkst du sofort, dass du berührt bist, dass du eine Gänsehaut bekommst, keine Ahnung, es kann alles Mögliche sein. Ja, mich fasziniert das wirklich, weil wir haben ja auf unserem YouTube-Kanal eine Videoserie mit der Dr. Ina Blas, die hat ja Bücher über die Seele geschrieben. Ja. Schon fünf Bücher über die Seele und mit der mache ich seit einem Jahr so Gespräche, Blick aus höheren Dimensionen. Und jetzt Schön. kommst du mit Seelenmusik und so. Also mich fasziniert das jetzt, was da. Und ich habe so das Gefühl, dass ihr hier auch kennenlernen solltet, weil da definitiv für mich was sehr Stimmiges dabei ist. Seelenmusik allgemein, sie hat einen Zugang zu Seelen und das dann mit Musik nochmal zusätzlich verknüpfen, kann ich mir wunderbar gut vorstellen. Ich habe gerade die Ja. Gänsehaut. Also das. Und ich sag noch, ja, genau so ist es. Wenn du merkst, du gehst in Resonanz mit diesen Dingen, die gesagt werden, die erklingen, die ja durch einen hindurchfließen, das ist ein Kanal. Und wenn wir diesen Kanal einfach öffnen, dann geschehen die Dinge. Dann geschehen sie genau so, wie sie jetzt in diesem Moment hier und heute in dieser Minute geschehen sollen. Ja, genau. Nicht? Das ist es, so ist es. Ja, Ja. das wäre ja überhaupt die Königsdisziplin, warum wir da sind. Wir sind ja sowieso geführt, wenn wir uns nicht zu sehr ablenken lassen von diesen Dingen, die irgendjemand auf Zettel geschrieben hat und wir jetzt uns nach dem richten sollten. Nee, Es danke. würde alles von selbst entstehen, ja, wenn wir uns wieder erinnern, wer wir sind. Das setzt voraus, dass wir genau das nämlich tun, was du gerade sagst, Peter, ganz richtig, dass wir uns erinnern. Es ist die Erinnerung, die in uns wohnt. Und die ist häufig nur mit, weiß ich nicht, etlichen Monolithen, sage ich immer,
vollkommen zugeknallt. Und die natürlich alle wegzukriegen und die Tür zu öffnen, das ist genau der Klangschlüssel. Genau das steckt dahinter. Es ist der Schlüssel genau zu deinem inneren Raum. Und wenn du den betreten hast, ja, dann kommst du da, willst du da auch immer wieder hin, weil er dich in deine Stille führt, in deine Ruhe, in deine Erinnerung führt, in dein Sein, in alles, was Göttlichkeit überhaupt auch bedeutet, nach meinem Verständnis. Und ist das Beste und Schönste, was man sich überhaupt im Leben vorstellen kann. Ja? Und genau, überwältigend zugleich. Genau, und wenn du in dieser Schwingung bist, bist du immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. So ist es. Und auch mit den richtigen Menschen. Genau, so ist es. Nicht anders. Ja. Nee, das geht nicht anders. Das ist so. Automatisch. Und sich dessen wieder erinnern, dann ist alles anders. Dann ist auf einmal alles ganz anders. Das ist tatsächlich, du betrittst auf einmal, du warst vielleicht vorher irgendwie auf dem Seitenweg gelangt, wir kennen das nicht. So, und auf einmal bist du wieder auf deinem Hauptlebensweg. Und deswegen ist es eben auch so relevant oder so wichtig und von den Erkenntnissen auch so gewaltig auch zu erfahren, was ist der eigene Lebensweg überhaupt? Was ist das? Was ist denn überhaupt mein Plan in diesem Leben? Ja, wo soll ich hin? Ich habe so viel gemacht und so viele Ausbildungen und was jeder auch so alles sagt, das ist schön und genau das ist auch der Punkt. Genau. Das musste so sein, damit dann irgendwann am Punkt X, an dem und dem Datum, dann und dann, der Initialisierung sozusagen, genau das erfolgt, damit du nun endlich auf deinem Lebenspfad auch wirklich gehst und eben keine Seitenwege mehr benötigst. Du hast wieder einen schönen Begriff verwendet, nämlich Ausbildung. Du bist aus deinem Bild, für das du wirklich da wärst. Ja? Ausbildung, ja. Du bist immer im Außen. Ja? So es geht um das und es geht um das, was in dir ist. Und das, auch das ist wieder so eine Verknüpfung für mich mit den Vereinsgründungen, die wir haben. Weil da musst du jetzt erstmals wirklich Gedanken machen, was ist das, was ich wirklich, wofür ich wirklich da bin, was ist mein Weg. Und genau. Das hast du in den meisten Fällen nicht, weil du immer anders sagst, aber anderen, was du tun musst. Und in einem Verein geht es darum, da definierst du, was du machen willst und dann bekommst du eine Einladung, das jetzt umzusetzen. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Und da kommst du wirklich in deine Essenz rein. Ja? So sieht es aus, ganz genau. Kann ich mich nur voll inhaltlich anschließen, ja. Ja, genau so. Ja, für mich ist jetzt sofort die Frage da, also ich würde mir das natürlich gerne mal von dir analysieren lassen, so mit meinem Namen und so, weil sehr gerne. Mich interessiert das, ich bin für solche Dinge offen. Nicht, weil ich jetzt im Außen irgendwas suche, aber für mich mache ich das oft wirklich nur als Bestätigung. Ich habe jetzt in letzter Zeit das öfters gemacht und ich denke mir, ja wunderbar, schöner kann es nicht sein. Das ist genau das, was ich mache, aber es ist ein wunderbares Gefühl, weil es mich immer noch mehr bestätigt. Ja. Genau so ist es. Im Grunde würde ich dich nur erinnern. Genau. Steckt ja alles in dir. Ja? Genau. Es ist ja alles komplett da. Alles ist einfach. Es ist. Genau. Und das erinnert dich. Und wie du schon sagst, es bestätigt dich dann voll. Und so wird es sein. Ja, genau. Ja, genau. Nee, sehr gerne, Peter. Genau. Weil erinnern, sagt dann das Wort schon. Da ist das Wort innen. Ja? Innen. Und besinnen, da ist auch innen. Es geht ums Innen. Und nicht ums Außen. So ist es. Genau, so ist es. Aus dem Kern heraus, aus dem Innen heraus, aus dem inneren Raum heraus schaffen wir die gemeinsame Verbindung. Definitiv, ja. So ist es, ja. Und so entsteht ein völlig neues Wir, wenn jeder aus seinem Inneren heraus agiert. Das ist unglaublich. Und dann wirst du genau zusammengeführt und dann bist du dort und dann passt es ganz genau. Ja. Genau so ist es, genau so ist es. Das erlebt man immer wieder, wenn man auch meditiert. Ja, zum Beispiel, je nachdem, welche Art der Meditation und wenn du das tust und du meditierst zum Beispiel mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten gemeinsam in einem Raum. Jeder ist für sich zentriert und jeder ist in seinem eigenen Innenraum, aber es ist trotzdem ein unglaublich großes Miteinander und ein überwältigendes Gefühl. Wir machen ja das bei uns in den Wir-Kreisen auch. Ja? Da gehen wir immer gemeinsam in das Feld rein. Das ist auch, wenn einer Projekte umsetzt, gehen alle in das Gefühl hinein, wie sie das anfühlt, wann das bereits umgesetzt ist. Ja, das ist unglaublich, was da Informationen daherkommen. Ja. Jeder darf das dann ausdrücken und dann so mit Gänsehaut, mit Tränen sitzen die Leute da. Es ist das echt so genial. Das ist ganz überwältigend sicherlich, das glaube ich. Ja. Vor allem, wenn du dich wirklich ganz und gar einlässt.
Ja, absolut. Ja, genau, super. Ich stand jetzt neulich mit 30 Menschen da gesessen. Also das war wirklich so ein Wow-Erlebnis. Einer hat das erzählt, was er jetzt umsetzen will. Dann ist 4 Sesseln weiter im Kreis eine Frau gesessen mit einer kleinen Hündin, die noch nie im Leben auf Männer zugegangen ist. Die Männer nicht will, die kleine Hündin. Und dann sind wir in dieses, der Mann stellt seine Essenz vor, was er eben umsetzen will. Wir tauchen alle gemeinsam in dieses Feld ein und da vorne steht der Hund bei der Dame auf der Schoß, klettert über 3 Frauen drüber und setzt sich bei dem einen Herrn auf die Schoß. Er hat, also die Hundebesitzerin war baff, weil die hat das noch nie gesehen. Ja? Und der Mann, der ist auch da gesessen, der hat nicht mehr gewusst, wie ihm, und dem sind dann die Tränen runtergekommen, der war ja, total ruhig. Dann kommt Heilwasser raus und da weiß ich, dass da jetzt was passiert ist. Ja. Jetzt ist was passiert, genau. Sehr schöne Geschichte, ja. Wunderbar. Tiere sind so pur und unmittelbar. Absolut, und fühlen genau, das. Und genau, weil die richten sich nicht nach den Zetteln, die die Regierungen machen. Nicht wirklich, nein. Gott sei es gedankt, wenigstens eine Gruppe der Lebewesen, genau, die sehr pur sind. Und auch die Natur, ja. Darum bin ich so in der Natur, ich liebe es, in der Natur zu sitzen und dann zu schreiben, weil da bin ich auch pur. Da sitze ich unter einem Baum oder am Wasser und die braucht auch keinen Zettel, das was wir da, was für die Blüten das auszubringen und welche Früchte, gell? So ist es, ja. Ich lebe ja an der Küste, am Meer und weiß genau, wovon du redest, aber ich liebe auch den Wald und bin also unglaublich gerne draußen und täglich draußen und oft lange Zeit. Und das Wasser ist, was ich halt so für mich persönlich brauche, ist einfach die Geschichte, dass ich über den Horizont rüber weiter gucken kann. Und wenn ich am Meer bin, dann habe ich eben genau diese horizontale Linie und es geht halt irgendwo weiter und der Himmel und das Meer verbinden sich. Und ich habe schon wieder das Wir sozusagen auch in dieser Naturgeschichte und die Naturgesetze lehren uns genau, was ist. Mhm. Ja, genau. Ja, es ist total schön, was du da mit uns teilst, was du da machst, in welchen Bereichen du da wirkst. Und ich glaube, dass das auch in Zeiten wie diesen ganz was Wesentliches ist. Absolut. Die Menschen wirklich daran zu erinnern. Ja. Total. Das ist ja unser aller Aufgabe, dass wir in der heutigen Zeit leben dürfen, dass wir hier inkarniert sind, dass wir die Jahrtausendwende erlebt haben. Und was vielleicht viele nicht so ganz auf dem Schirm haben, wenn ich das mal salopp sagen darf, ist einfach, mit Beginn der 2000er Jahre geschieht etwas, was erstmalig geschieht oder geschehen ist. Es ist nämlich die 2 im Spiel. Und was bedeutet das? Das Duo, die 2, ist die kleinste Einheit des Wir, des Miteinander. Und alle Kinder, die wir jetzt beobachten, die jetzt 21 sind, von bis meiner langjährigen Klaviertätigkeit und auch Arbeit als Lehrerin, ist es mir eben immer wieder aufgefallen, wie extrem unterschiedlich das ist. Also die ganzen, wir sind ja alle in den 1900er oder wie auch immer Jahren geboren und haben die 1 vorne. Und diese Egomanie und das Egohafte steckt auch mit in der 1. Man darf die 1 jetzt nicht so sehr nur in die egomane Richtung bringen, weil dafür kann die 1 nichts. Aber das hat eben einfach den Hintergrund, dass viele das nicht gut zuordnen und so nach dem Motto, ich bin mir selbst der Nächste und mach nur ich, ne? Und Ellbogen. Und das ist ab Punkt 2000 hat sich das verändert. Es geht automatisch mit jedem weiteren Jahr in ein hohes Maß des Miteinander, des Mitgefühls, der Sensitivität. Es soll eben alles wieder herauskommen, was so unglaublich wesentlich ist, dass wir nämlich wirklich miteinander sind und nicht eben zu allem Ja und Amen sagen, sondern dass wir uns auch zusammenfinden und sagen, okay, was für Lösungen machen wir? Und gemeinsam bist du viel, viel stärker oft, gerade in bestimmten Bereichen, wenn du Dinge auf den Weg bringen willst, Projekte auf den Weg bringen willst und so weiter. Ohne ein Miteinander, ohne das Gemeinschaftliche, läuft das alles nicht. Das ist gar nicht möglich. Genau. Ja. Wow. Ja, wunderbar. Das fühlt sich richtig schön an. Und ja, Silke, Frage. Hast du noch Frage an die Saskia? Ja, also ja, schon. Und zwar, ob du auch merkst, dass also
ja, Menschen ja jetzt neu aufbrechen, die dadurch bedingt auch, dass sie jetzt mehr Zeit haben, weil sie eben nicht mehr im Job sein dürfen können gerade, weil irgendwie auch vielleicht dieser schwierige Weg gerade stattfindet, dass die ihre Existenz halt aufgeben müssen, ne? Es geht ja darum, jetzt dann sich neu zu sortieren. Also das ist ja ein Weg, den ich schon hinter mir habe, durch meine Krankheitsgeschichte damals und durch das Loslassen von allem. Ne? Also wirklich am Nullpunkt wieder anzufangen. Und jetzt sehe ich, dass das vielen Leuten so geht. Und ich glaube auch, dass es im Moment deswegen auch zusätzlich noch so viel Chaos ist, weil ich weiß aus meiner Geschichte damals, ist es nicht so einfach, sich erstmal wirklich wiederzufinden und zu gucken, wo ist denn jetzt meine Essenz und wer bin ich denn jetzt noch, nachdem ich das alles abgelegt habe. Ne? Und nicht mehr diesen Zuspruch von außen hatte, dieses, oh, du machst so einen super Job und du machst das toll und das toll, alles von außen. Und da merke ich gerade zum einen jetzt durch die Gruppen, die ich habe, dass die Menschen unheimlich dankbar sind, dass da Hände gereicht werden, jetzt in meinem Fall in Form von so einer Gruppe. Durch die Resonanzen, boah, bin ich froh, dass ich diese Gruppe gefunden habe und in dieses Wir gehen kann und gerade in dieser Zeit. Ich wollte dich fragen, ob du da auch eine Veränderung merkst in dem, was du tust, die Leute, die jetzt zu dir zur Lime, an der Lime teilnehmen oder so, an der Lichtmeditation. Licht, ne? Licht, 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 Lichtmeditation. Genau. Früher hieß Lime, war die Abkürzung eigentlich für live improvisierte Meditation, ja. Weil ich eben aus dem Kanal heraus spiele. So wie es viele, viele meiner Kollegen tun. Mein großes Vorbild, wie viele wissen, ist Keith Jarrett. Und das war mir klar, als ich den das erste Mal gehört habe, das möchte ich auch machen eines Tages. Ich möchte aus mir herausspielen. Es ist sehr schön, Bach, Beethoven, Brahms zu spielen, aber es ist halt immer, ich spiele immer Komponisten und ich bin Interpret. Und da ich eben auch sehr früh schon Kompositionsunterricht bekommen habe und weiß, was auch Improvisation ist, habe ich das natürlich genutzt. Für mich genutzt. Deine Frage hingehend, ja natürlich, ich erlebe die Situation. Es ist so, dass, wie vorhin Peter auch gesagt hat, es findet sich jeder auch in diesem Moment, in dieser Situation, so wie es gerade passt auch. Ne? Du triffst die Menschen, du triffst die Situation. Und so ist es bei den Menschen, die mich treffen oder die mich anschreiben. Ich werde ja in der Regel eigentlich angeschrieben, weil die Menschen eine ganz bestimmte Geschichte wollen von mir. Und das sind schon Leute bereits, die eben auch durch viele, viele Themen gegangen sind. Oder sie sind mittendrin und in ihrem Prozess, wir sind alle mitten in dem Prozess. Und da gibt es durchaus auch Fälle, die sehr, was sehr, sehr bedauerlich ist und was natürlich unser aller Mitgefühl immer wieder trifft, wenn wir sehen, wie die Menschen damit umgehen. Also wenn auf einmal die Existenz total zugrunde geht oder die ganze Familie um einen herum lässt sich impfen oder lauter so lustige Dinge. Und das ist also damit klarzukommen, zu Rande zu kommen, das ist wirklich nicht einfach. Und wie ich vorhin sprach, ich von gewissen Hilfsmitteln oder Werkzeugen. Es gibt verschiedene, nicht, die ich nutzen kann. Aber gibt es denn Besseres im Grunde, als mich in meinen eigenen Raum zu verbringen und dort meine Kraft zu tanken? Das kann ich ganz einfach machen, ohne eine Riesenmeditation vorneweg zu ziehen, sondern ich brauche einfach nur meinen Ton singen. In dem Moment, wo ich auch mal in mich gehe, die Augen zu schließen, ist immer sehr sinnvoll. Ne? So kann ich mich auf mich und mein inneres Wesen viel besser konzentrieren, als wenn ich im Außen ständig auch noch mit irgendwelchen visuellen Dingen abgelenkt bin. Wir sind unglaublich abgelenkt von uns selbst. Ja. Und wir hören in unserem Inneren überhaupt nicht richtig zu. Ja. Wir hören nicht hin. Ja? Und in dem Moment, wo ich meinen eigenen Ton singe und summe, die Zellen so schreien alle, oh, endlich ist mein Ton mal da, mein Klang. Und es geschieht so viel subtil, was man nicht mit Worten beschreiben kann. Ein Künstler könnte das gut malen, zum Beispiel, vielleicht in bestimmten Farbkompositionen, ja? Was da alles geschieht. Aber auch in unserem Innersten geschieht etwas. Wir sehen auf einmal Bilder oder wir haben auf einmal bestimmte Gedanken oder vielleicht haben wir uns die ganze Zeit schon rumgetragen mit einer bestimmten Situation, wo wir einfach nicht richtig den Lösungsweg sehen und auf einmal, zack, wie aus dem heiteren Himmel, nur indem ich in meinem inneren Raum bin, meinen Ton singe, den summe, den zum Erklingen bringe in mir selber, geschieht auf einmal etwas. Ja, ich lasse mir die Zeit und die Ruhe und gehe in die Stille. Okay. Und das ist unglaublich wichtig. Ja. Ja?
Also das ist das Wesen überhaupt der Dinge. Das stellt sich jetzt für mich klar dar, dass das wichtig ist, dass jeder seinen Ton kennt. Du sprichst mir aus der Seele. Weil ab dem Moment, wo ich den kenne, brauche ich nur meinen Ton, mir selber vorzuspielen oder ich habe irgendwas, wo er drauf ist und komme wieder in die Balance, oder? Ins Gleichgewicht. Also genau so ist es. Genau so ist es. Ich hätte es nicht besser erklären können. Ja. Das tut sich automatisch, wenn ich mich darauf einlasse, so wie wir bereit sind, jemand hineinzulassen in den Raum, lasse ich mich erstmal auf mich ein und gehe hinein in meinen eigenen Klangraum. Das ist ja ein Klangraum. Ja. Und natürlich, wenn ich den einzelnen Ton singe oder zum Erklingen bringe, ja, dann ist es ein einziger Klangraum mit der entsprechenden Schwingung. Höre ich meine Melodien, die Harmonien, die sich in dem Moment jetzt gerade auch ergeben, ist das natürlich nochmal ganz besonders, das ist ganz klar. Aber das heißt, wir könnten, du wärst gerne bereit, dass wenn sich Menschen, also das ist das, was du auch machst, wenn sich Menschen bei dir melden, du würdest ihren Ton bestimmen, ja, und sie dabei unterstützen oder zumindest den Impuls geben, dass sie jetzt mit diesem Ton auch arbeiten, dass sie den regelmäßig verwenden. So ist es. So ist es. Genau so funktioniert das. Und genau die Arbeit oder diese Impulse müssen zunächst einmal auch ein Stück weit vorbereitet sein, nicht? Dass man also, manche wollen sofort die Seelenmusik, aber ich sage das gerne jederzeit. Aber es ist zunächst einmal wirklich wichtig, dass wir erstmal das tonale Umfeld haben, dass wir erstmal wissen, wie reagierst du da eigentlich drauf? Wie arbeitest du damit? Arbeite damit. Arbeiten damit bedeutet nicht, dass das ist wie Zähneputzen. Also 1, 2, 3 Minütchen jeden Tag und gut ist es gewesen. Wenn du magst, 2, 3 Mal pro Tag, ganz gleich. Das kann jeder tun, wie er mag. Also man muss jetzt nicht stundenlang sich damit beschäftigen. Aber es ist sehr unterschiedlich. Manche gehen zum Beispiel auch in die Natur raus und tönen und singen laut oder summen vor sich ganz leise hin oder wie auch immer und haben sich den Ton runtergeladen. Ich gebe einen Stimmton und eine Audiodatei mit dazu immer, sodass also jeder sich, dass er irgendwo eine Erinnerung hat, wie klingt der Ton. Was für mich und meine Arbeit auch wichtig ist, das sei kurz erwähnt, mein Kammerton A ist gestimmt auf 432 Hertz. Das ist ganz wichtig. Ja, da legen übrigens auch ganz viele mittlerweile schon Wert drauf, weil die guten alten Meister haben nur in 432 Kammerton A gespielt und gestimmt. Das hat sich erst in den 30er Jahren verändert. In Deutschland war es so, es gab es international schon länger, aber in den 30er Jahren hat es kein geringerer als der gute Josef Goebbels, ironisch gemeint, versteht sich, der hat es hier in Deutschland eingeführt, dass die Orchester, die Instrumente, alles auf 440, bisweilen sogar 442 gestimmt ist auf Kammertonar. Das heißt, was macht das? Entzieht den Körper Energie? Das macht das verwirrt. Das macht konfus. Das ist so, wie als ob du gegen deine eigene Natur im Prinzip arbeitest. Du gehst gegen die natürliche Schwingung, die natürliche Herzzahl, die wir alle in unseren Zellen angelegt haben. Ja. Da befindet auf einmal einer, ich glaube, in der Schweiz ist es sogar noch höher. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist. Aber ich weiß, dass das 442, 444 teilweise, das muss man sich mal vorstellen. Also was das auch macht. Langfristig nicht. Und wenn jeder also die Musik auch in dieser Frequenz hört, ja, dann wundert mich ehrlich gesagt gar nichts. Naja, ist doch so. Wenn du immer verwirrt wirst, nicht, und pausenlos irgendwie völlig aus dem das ist wie, als ob du dich nie richtig triffst im Inneren. Ja, das sieht mega gerade. Wenn man draußen so genau, das ist ja das Ergebnis im Grunde genommen. Ja, genau. Das ist das Ergebnis. Aber für mich ist jetzt so richtig klar geworden, also wir werden sicher deine Kontaktdaten und wie man dich erreicht, da unter das Video stellen dürfen, dass Menschen mit dir Kontakt aufnehmen, sehr gerne. Um zu sich selbst zu finden, sich selbst sein Inneres entdecken und aus dem heraus ein neues Wir leben. Weißt du, das Schöne, wenn ich das kurz ergänzen darf noch, ist so, wenn du dir den Ton ermitteln lässt. Also du wirst es selbst erleben. Ja? Ich gebe dazu ich lasse die Leute ja nicht, sende ja nicht nur einfach den Ton zu. Das geht ja nicht. Sondern ich beschäftige mich ja mit dir. Ja? Ich verbinde mich mit deiner Seelensignatur. Und
Dazu sage ich eine ganze Menge. Also das ist eine Erläuterung, die ich dazu sozusagen gebe. Na klar, ganz aus mir selbst raus, das, was ich empfange, das kommt dann. Ich sehe nur deinen Namen, ich sehe nur deine Zahlen, nicht mehr und nicht weniger. Und dazu sage ich was. Okay. Und das ist für die allermeisten schon ziemlich interessant, um das liebevoll auszudrücken. Ja, toll. Die meisten ja. wundern sich sehr, nicht? Aber das ist einfach so. Es ist eben so. Ich verbinde mich ja schließlich. Derjenige hat mir die Bereitschaft erklärt, den Auftrag gegeben, wie man es auch geschäftlich ausdrücken könnte. Und dann kann ich mich mit dieser Sache, mit den ganzen Frequenzen verbinden. Super, da freue ich mich riesig drauf schon. Gerne. Und ich bin mir sicher, dass sich viele, die da jetzt zugehört haben, auch sich schon darauf freuen, ihren Ton bestimmen zu lassen, um wirklich Gerne. Aus ihrem inneren Sein heraus zu leben. Ja. Dadurch, dass wir zu stärken. Weil nur wenn du selber in deiner vollen Kraft bist, kannst du auch ein entsprechendes Wir leben, gell? So ist es, aus dem Kern und aus der Wurzel heraus. Nicht? Je besser wir in unserem Inneren stabilisiert und sind und positioniert sind, desto mehr können wir die Gemeinschaft überhaupt oder auch die Bereitschaft erklären, dass wir jetzt bereit sind, uns zu öffnen für ein Miteinander. Sonst geht das nicht. Es funktioniert nicht. Genau. Wow, ich bin sehr angetan von diesem Gespräch mit euch, mit dir, Saskia, mit dir. Dankeschön, geht mir ganz genauso. Fand das sehr schön. Und ja, ich finde das echt großartig und ja, euch zu Hause wünsche ich mir viel Spaß und ja, da unten stehen dann die weiteren Informationen, um Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich schon auf auf meinen Ton. Ja. Und dazu, ja, genau. Und freue mich, wann ich euch da draußen auch wieder alle zu sehen bekomme und ja, euch weiterhin eine herzerfüllte Zeit. Vielen Dank. Gleichfalls vielen Dank ebenfalls an euch. Tschüss.